Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, Scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent Acosta. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Die mussten nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater... Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Was zugehört? Ui, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Landfinger! Und unsere Schwester wird uns wieder zurückhalten. Ah, verdammt. Wie er einfach mal jetzt hier Freerunning macht, das ist doch schrecklich. Warum ist das Kind so schnell?
So viel schneller als wir. Fein, du kleiner Verbrecher. Halt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Schlag dir die Zähne ein. Die Scheiße auf dir raus, wenn du mich traust. Schlag ihm den Schädel ein. So, eine Hinrichtung. Ach so, ich dachte, wir könnten eine Multi-Hinrichtung machen oder irgendwie sowas. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Können wir plündern? Ach, da kommt Evie. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ja, jetzt hatte ich gerade meine Hand vom Controller genommen. Auf keinen Fall! Ja, solche Art von Neckeleien, die mag ich echt. Ich werde das jetzt noch schnell machen und danach werde ich erstmal die Session beenden. Ich mag jetzt aber auch nicht abbrechen, ist gerade so cool. Hier hoch. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Und wo ist Evie? Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie, seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Heißt, du wartest hier unten, wir klettern mal kurz hier hoch. Ach, das ist ein Schornstein. Tja, gibt halt keine klassischen Aussichtstürme mehr. Und ich weiß, dass man hier die Regenrinne leider nicht hochklettern kann, sonst wäre ich dir direkt hochgeklettert. Das habe ich beim ersten Mal nämlich probiert. So. Jetzt synchronisieren wir hier erstmal unseren ersten Aussichtspunkt. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Das war's dann nun auch schon mit Assassin's Creed Syndicate, Part 4 sogar. Ich weiß, wir sind erst bei 9 Minuten 45 Sekunden mittlerweile, aber ich habe jetzt einfach so viel Zeit in den ersten, zweiten, dritten und vor allem in diesen vierten Part gesteckt. Also vor allem die letzten
drei Parts habe ich extrem viel Zeit rein investiert. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal eine kürzere Folge hier mit meinem Jacob. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter, direkt nachdem wir hier runtergesprungen sind. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz euch nochmal fragen, wie ihr das findet, wie ich das geschnitten habe. Ich habe insgesamt jetzt für jeden Part ungefähr eine Stunde plus minus so eine halbe geschnitten. Für diesen 10-Minuten-Part hier quasi habe ich am längsten gebraucht. Ich habe einfach wirklich jede Ladezeit rausgeschnitten. Ich habe ganz viele Übergänge gemacht, habe geguckt, dass die perfekt passen. Ich habe einfach so viel Feintuning gemacht. Ich habe mein ganzes Gerede an den Stellen rausgeschnitten, wo eine Zwischensequenz war, und habe dort stattdessen halt die Zwischensequenz lauter gemacht, habe versucht, an allen Stellen das so zu machen, dass mein Ton annehmbar über den Spielton drüber hörbar ist. Ganz geschafft habe ich es nicht immer, vor allem dort mit der Eevee im Elektroraum, aber ich hoffe doch, mir ist es sehr gut gelungen. Zeigt mir das doch bitte mit einem Kommentar, auch gerne bitte den letzten Part, wer den nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken, den zweiten, dritten Part, die sind mir meiner Meinung nach richtig gut gelungen, und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.